Egal, ob du Unternehmer bist oder kurz davor bist, dich selbstständig zu machen, garantiert kommen auf dich eine ganze Reihe von Gefühlen zu. Und es gibt einige, die machen dich erfolgreich und einige, die halten dich vom Erfolg ab. Und ich zeige dir heute, worauf du achten solltest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Troop-Instituts für Gründung, Finanzierung, Unternehmensnachfolge, sondern selbst auch Coach, selbst auch Unternehmer. Das heißt, ich kenne die Gefühle aus der Praxis und gebe dir heute wichtige Tipps und Anleitungen für deine Praxis mit. Schauen wir nun uns das erste Gefühl an, was die meisten Menschen davon abhält, wirklich erfolgreich zu werden. Und zwar findet dieses Gefühl in der sogenannten Komfortzone oder auch Bequemlichkeitszone statt. Das ist also der Ort, wo du jetzt gerade drin steckst. Dort fühlst du dich sicher, du fühlst dich bequem und vor allen Dingen hast du eine scheinbare Sicherheit. Und das ist ja auch gut so, dass die Menschen um dich herum, die Prozesse, die du durchlaufen bist und vor allen Dingen dein Gehirn dir auch geholfen hat, zu überleben. In der Komfortzone, in der Bequemlichkeitszone stellst du dein Überleben sicher. Aber wird da tatsächlich auch weiterer Erfolg gemacht? Und dazu gibt es einen guten Spruch. Wer seine Freiheit aufgibt, also sich weiterzuentwickeln, neue Gebiete zu erkunden, wer diese Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erhalten, wird zuletzt beides verlieren. Und die Wirtschaft ist voll von Unternehmen, die es heute nicht mehr gibt, die ihre Freiheit und die Weiterentwicklung aufgegeben haben zugunsten der Sicherheit und Bequemlichkeit. Zum Beispiel die Schreibmaschinenhersteller. Die haben tatsächlich geglaubt, dass der Wechsel zum Drucker, zum Computer nicht erforderlich ist. Sie wird es immer geben. Heute gibt es sie kaum noch. Kommen wir nun zur zweiten Zone, der sogenannten Lernzone. Das bedeutet, du stehst vom Sofa in deiner Komfortzone auf und gehst in ein Gebiet, wo du noch nicht warst. Und dort beginnst du zu lernen. Allerdings wird es dort auch unsicher. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du am Anfang nicht alles richtig machst und dir deshalb unsicher bist. Das heißt, die Sicherheitsgefühle tauschen sich hier aus, wechseln sich ab in Unsicherheitsgefühle. Und wenn du jetzt aus deiner Komfortzone in die Lernzone gehst und sogar in die Wachstumszone gehst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du unbekanntes Gebiet betrittst. Und wenn du unbekanntes Gebiet betrittst, dann wirst du sehr wahrscheinlich es nicht gleich richtig machen, sondern falsch. Und du machst einen sogenannten Fehler. Nun, und wie in unserer Gesellschaft das Fehlermachen bewertet wird, das kennst du aus der Schule, das kennst du von den Eltern. 6 Fehler setzen. Du wirst schlecht bewertet. Im schlimmsten Fall vor der Gruppe erlebst du Diffamierung, hast Schamgefühle und lernst daraus, Fehler sind schlecht, Fehler gilt zu vermeiden. Und wenn du ein Mensch geworden bist, der Fehler vermeiden willst, dann bist du verbannt, bis dein Lebensende in der Komfortzone zu verbleiben. Es liegt also jetzt an dir, ob du auf dieser Wachstumszone, die du hast, den Stempel raufsetzt, Angstzone, Panikzone, hier verliere ich meine Sicherheit, hier verliere ich alles, was ich habe. Was sollen bloß die Leute denken, wenn ich einen Fehler mache? Das ist die eine Möglichkeit. Du kannst aber auch den Stempel draufsetzen, dass deine Wachstumszone hier vorhanden ist, dass du hier die Möglichkeit hast, dir selbst Ziele zu setzen, die du in deiner Komfortzone noch gar nicht kennst oder hast. In dem Moment, wo du etwas gelernt hast, was besser war als vorher, dann schüttet dieser Nucleus accumbens, dieser kleine Knoten im Gehirn, nämlich körpereigene Opioide auf. Umgangssprachlich sagen die Menschen, oh, ich habe ein Glücksgefühl. Dieser Erkenntnisprozess, etwas Neues verstanden zu haben, der innere Christbaum, der dann aufleuchtet, dieses Glücksgefühl, wonach die Menschen streben, was aber nur kurz da ist und dann wieder weg ist, das gibt dir dein Körper, wenn du eine neue Lektion gelernt hast. Was bedeutet das bereits an diesem Punkt, dass wenn dir Glück in deinem Leben fehlt, dann liegt es wohl sehr wahrscheinlich daran, dass du schon zu lange mit deinem Hintern zu Hause in deiner Bequemlichkeitszone auf dem Sofa sitzt. Glück wird da draußen gemacht. Glück ist kein Dauerzustand. Wer ziemlich regelmäßig glücklich sein will, der darf Veränderung suchen und auch regelmäßig planen, Fehler machen, Lektionen lernen und das Gehirn wird dich dann in einen Glückszustand versetzen. Wenn du also erfolgreich werden willst, Ziele erreichen willst, dann wirst du jetzt an dieser Stelle schon vielleicht erkennen, dass es nicht mehr in deiner Komfortzone stattfinden wird. Der Erfolg ist sehr wahrscheinlich dort, wo du noch nie da warst. Und die Gefühle, die dich vom Erfolg abhalten, das sind vornehmlich die Gefühle, die wie Unsicherheit oder Angst oder sogar Panik dich davon abhalten, deine Komfortzone zu verlassen. Wenn du dir also wirklich die Frage stellst, welche Gefühle machen dich erfolgreich, dann ist das eben nicht primär das Glücksgefühl, nicht primär das Sicherheitsgefühl, das dich schön fühlt. Erfolgreich wirst du dann, wenn du auf dem Weg bist, deine Bequemlichkeitszone zu verlassen und dich in neue, unsichere Gebiete begibst. Dort, wo zunächst mal Angst vorherrscht, dort, wo Unsicherheit vorherrscht, da, wo du Fehler machst und vielleicht auch eine soziale Schande erst erfährst. Dort wird Erfolg geboren.
niemals oben auf dem glücklichen Erfolg, wo du deine Ergebnisse zeigst und gelernt hast. Das ist dann die Belohnung, wenn du diesen Weg gegangen bist. Wenn du also ganz sicherstellen willst, dass du ein erfolgreiches Leben führst, nun dann setz dir vielleicht nicht nur ein Ziel, sondern mehrere Ziele. Nicht nur dein berufliches Ziel, sondern noch ein bisschen für deine Persönlichkeit, für dein soziales Netzwerk, für deine Reputation, für dein Vermögen, für deine Familie, Beziehung, vielleicht auch für die Spiritualität, vielleicht auch die Erde zu erforschen und noch ein paar Abenteuer zu erleben. Je mehr Ziele du hast, desto mehr Pläne du daraus formulierst, desto häufiger bist du angehalten, deine Komfortzone zu verlassen, diese auszudehnen, Fehler zu machen, daraus zu lernen, Lektionen zu lernen und ein kompetenterer, integrer, authentischer Mensch zu werden. Ja, viele Ziele werden dazu führen, dass du viele Ängste und Fehler und Unsicherheiten bestehen musst. Aber viele Ziele werden auch dazu führen, dass du viele Lektionen erlernst, dass du reifer wirst, dass du weiser wirst und dadurch auch mehr Glück bekommst. Und eines Tages wirst du feststellen, oh, ich habe dieses Ziel erreicht, habe jedes Ziel erreicht. Aber nicht das Ziel war der Weg, sondern der Weg war das Ziel, auf dem du dir aus den Lektionen dir täglich neue Glücksgefühle gesucht hast. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dir realistische, belastbare Ziele zu setzen, davon abgeleitet machbare Pläne für dich zu entwickeln und vor allen Dingen diese Phase der Veränderung am Anfang sinnvoll zu gestalten, dann lade ich dich gerne ein kostenfreies Erstgespräch bei uns zu buchen. Gerne aber kannst du jetzt auch das Video mit Daumen hoch liken, unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Reise zu den Zielen deines Lebens und dass du viel Glück haben willst, aber auch die Kraft haben willst, das Leid am Anfang zu ertragen. Dein Daniel Schäfer.